Willkommen zu einem neuen Vlog, Freunde. Wir sind heute mal wieder nicht allein. Wir haben Special Guest, IFBB Elite Pro, Sarah Neuhede. In the house. In the house. In the Vienna house. Wir sind gerade on Tour. Sarah hatte gestern einen Wettkampf in Graz und hat dort ihre perfekte, in meinen Augen, Form präsentiert. Ein bisschen zu hart gewesen, oder? Was war los? Ja, ich war halt zu hart, bin Dritte geworden, bin aber mit meinem Paket echt super zufrieden gewesen. Und ja, so ist das, ne? Ich sage mal, lieber zu hart als zu weich. Im Endeffekt, was drauf essen könnte man sich eh immer noch. Und ja, es gibt ja auch noch theoretisch andere Alternativen, ne, die wir vielleicht auch nochmal mit rausziehen dazu. Aber bestimmt auf Sarahs YouTube-Channel mehr, denn Sarah hat jetzt auch YouTube gestartet, also schaut gerne in der Infobox mal rein, da ist Sarahs YouTube-Kanal verlinkt. Auch super inspirierend, ihren Weg zu verfolgen, ihre neuen Ziele mitzuverfolgen und vor allem ihr Posing sich anzuschauen, weil ihr Posing ist... Dankeschön. Ja. Ganz wichtig, eigentlich das meiste immer auf Instagram zu sehen. Also. Genau, genau. Natürlich auch auf Insta folgen. Wir sind gerade rausgegangen. Sarah geht ins Toppi zum Beintraining. Ich habe noch einen Friseurtermin und dann komme ich ins Toppi. Wir werden noch ein bisschen posen zusammen und euch auch noch ein bisschen was erzählen zu den verschiedenen Verbänden. Denn Sarah startet ja nicht in demselben Verband bisher wie ich, sondern beim IFBB-DBFV und hat auch die Elite Pro Card, die eine andere Pro Card ist, als ich habe. Aber wir klären euch das später noch ein bisschen genauer auf und wollen die Unterschiede mal ein wenig darlegen, weil das für euch sicherlich relativ interessant sein könnte. Ja, ja. Aber erstmal wird der Bubi hier, der Budi, penetriert und meine Haare frisch gemacht. Richtig Bock. Gemüt und ein Stück Schoki. Wie ich es liebe, Freunde, kompetente Friseure sind die besten Dienstleister für mich auf der Welt. Nach Gymbesitzern von geilen Gyms. Ich bin jetzt auf dem Weg ins Toppi. Sarah hat ihr Beintraining, glaube ich, genossen. Mein Friseurbesuch hat gerade 2 Stunden fast gedauert, irgendwie ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, aber ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wir posen jetzt noch ein bisschen und wie gesagt gehen nochmal auf das Thema NPC vs. IFBB ein und danach gehen wir noch ein bisschen in die City. Wie war's? Ja? Du darfst gerne mit einziehen. Stinkt nur ein bisschen hier heute gerade. Ja, ich bin's nicht. Obwohl, hast du Schulter trainiert oder was? Ja, Mann. Schulter ist immer bei Booty mit dabei. Was gibt's jetzt? Jetzt gibt's Post-Workout. Erstmals mal. Ich glaube, er ist ein bisschen flüssig geworden, aber der Geschmack zählt. Leider haben wir gerade gecheckt, dass der Posingraum abends leider besetzt ist. Deswegen werden wir das morgen nachholen. Aber ihr bekommt noch euren Vergleich. Genau. Also, Leute, wenn ihr Final Poetry macht, dann nehmt lieber ein bisschen weniger Wasser. Ja, aber jetzt ist ja gut. Jetzt ist mega. Es gibt jetzt 30 Gramm Milk Chocolate. Milk Chocolate, das ist tatsächlich sehr geil. Sarah und ich haben gerade festgestellt, dass ich gerade fast 20 Kilo mehr wiege als sie. Ich bin auf der Bühne 47 Kilo ungefähr und ich bin jetzt so bei 65 ungefähr. Crazy, crazy, crazy. Ebenso. Wurde beim Manna geschafft. Fokus. Und die sind mega. Pflaumen-Lebkuchen. Da freue ich mich drauf. Heftig, ja. So, und darf ich vorstellen, hier sehen wir den Stephansdom. Ich habe schon gesagt, ich mache jetzt den Bodybuilding-Touri-Guide für Wien. Wie oft ich diese Tour schon gemacht habe. Übungen. Nur für Bodybuilder gibt es den Jules Bikini Vienna Tour Guide. Allerdings ist mein Wissen schon relativ beschränkt. Wenn man dann die Expertentour möchte, muss man bitte Stefan Kienzel buchen. Aber ist schon schön, oder? Toll. Ich mag den total. Ja. Ist auch mega. Das erste Mal, dass ich in dieser Kirche bin, im Stephansdom, Leute, ist mega. Richtig schön. Weil ich mag Kirchen eigentlich von innen gar nicht so gerne, aber die ist hier wirklich sehr empfindlich.
kann man nichts gegen sagen. Schöne Kerzen. Können wir nochmal Reue zeigen für unsere Sünden. Und für unsere verstorbenen Kerzen anzünden. Ich lieb's. Es wird Weihnachten! Das hat mich letztens schon mal ein Tourist gefragt, den ich hier vorbeigeführt habe und konnte es nicht beantworten. Leute, schreibt mal in die Kommentare, was ist das da für ein Gebäude? Das müssen wir Stefan fragen. Vielleicht eine Philharmonie. Meinst du? Steht Philharmonikerstraße. Aber was ich sagen kann, ist das hier, das Hotel Sacher. Da gibt's Sachertorte, aber es ist mehr so ein bisschen touristisch. Also da war ich tatsächlich noch nie. Weil man muss hier auch anstehen, das werden wir gleich sehen. Und anstehen mögen wir nicht. Und Sarah hätte heute eigentlich noch mal Freiessen gehabt. Aber die Jule, die in der Offseason ist, möchte gerne noch Plan essen. Da passe ich mich natürlich an. Da passt Sarah sich natürlich an. Sarah, die den Härtevogel schon abgeschossen hat. Nee, aber bei Steffen hat mir jetzt gesagt, ich soll nur einmal in der Woche aus Essen, sonst am Plan halten. Und das will ich jetzt natürlich auch umsetzen. Ne? Weil wir wollen ja auch nicht, dass das Körpergewicht jetzt ins Immense steigt. Deswegen halten wir uns jetzt mal ein bisschen zurück. Und wir waren hier am Samstag Steak essen. Das war auch nett. Ich hatte gestern mal ein Steak. Und Sarah hatte auch gestern die Steak. Die waren gerade bei El Gaucho. War super. El Gaucho ist wirklich immer nett. Und hier haben wir... Trüffelgnocchi, wenn ihr da seid. Ja, bei El Gaucho die Trüffelgnocchi muss ich demnächst auch mal probieren. Und hier haben wir die Oper. Also sieht alles sehr schön aus. Ja, ne? Du siehst auch sehr schön aus. Wir sind jetzt hier bei der Hofburg in ein Café gegangen und wollen jetzt mal uns niederlassen. Sieht ein bisschen nach Restaurant aus, weil wir können ja bestimmt nur was trinken. Soda Zitrone. Schon mega lecker. Die Tour geht weiter. Wir sind durch die Hofburg spaziert. Wie fandst du die Hofburg? Sehr cool, sehr impressive. Am Sissi-Museum vorbei. Yes. Jetzt suchen wir die Bahn. Und eine neue MCM. Und eine neue MCM-Tasche vielleicht. Weil wir haben beide dieselbe MCM-Tasche. Wir beide jetzt heute nicht um. Aber hier habe ich meine auch gekauft. Ja, ja. Ist die dunkel oder hell? Oh, dunkel. Ich bin auch Team Dunkel. Und mit M&M's ist aber auch mega nice. Oh ja. Dunkle Schokolade. Übrigens, passend zur Weihnachtszeit, haben Sarah und I kurze Hosen an. Aber es geht heute. Nur witzigerweise ist jetzt heute wirklich tatsächlich auch in meiner Straße die Weihnachtsdeko rausgekommen. Es passt also ideal. Jetzt geht's nach Hause, Quarki und Eiklar. Was gibt's bei dir dazu? Mandeln ist auch. Und Mandeln. Geil. So Leute, wir machen jetzt unsere Kitchen Party. Wir preppen Porridge. Oder Rice Pudding Himmeltau für Sarah. Ja. Ich mache jetzt Quark, Sarah macht Eiklar mit Mandelmus, weil Sarah ist schon wieder in der Pig Week. Haben wir schon angedeutet. Ja, und es ist schon relativ spät und ich bin hungry und Sarah ist nicht hungry und wir fragen, oder ich frage mich, was hier falsch läuft. Wir müssen unbedingt mal die Größenverhältnisse von. Pouch zeigen. Auch morgen früh dann wahrscheinlich. Also ich mache gerade meine 10 Gramm Flag and Tasty in meinem Körper. Und ich rieche dann mal da dran. Sarahs Rice Pudding. 25 Gramm Rice Pudding und 10 Gramm Himmeltau. Das sind meine 60 Gramm. Und was nimmst du jetzt? Das ist jetzt Glutamin. Glutamin für die Verdauung. Für die Verdauung gibt es morgens und abends. Gibt es mir auch gleich. Und hier haben wir Ei. Ist das nicht fertig? Mhm. Mach ich mal hier aus. Achso, hast du schon, ne? Hab schon aus. Das ist immer der Tipp. Danach runterholen von der Herdplatte und den Deckel noch drauf lassen. Dann klebt das zum einen nicht an und dann wird die Konsistenz auch besser. Sieht geil aus. Ja, das wird jetzt noch so ein bisschen Zeit halt. Ich habe jetzt so lange hier im Gym war, hab die Morgenroutine wieder durchgezogen. Heute geht's aber erstmal. Mach mal einen Teppich da noch. Jungs, was soll ich euch sagen? Alles alleine hochgefreut. We'll be right back.
Good morning, es ist Formcheck-Zeit. Nicht für mich, sondern für Sarah. Für mich in die Prep-Zeiten zurückversetzt, aber ich beobachte heute sehr gerne aus der Beobachterperspektive. Mandelmus, wie viel machst du? 10 Gramm morgens. Die Leute vernachlässigen nicht die Fats in eurer Prep, ist wichtig. Und gestern Abend gab es 35 Gramm. Aber sonst hast du keine Fette, oder? Hast du irgendwie Avocado oder Eier? In den Hauptmahlzeiten. As always. Sieht schon sehr nett aus. Voll. Nett und lecker. Und dann more Appetit. Auf dem Weg ins Toppi und wir sind jetzt nicht mehr nur noch zu zweit, sondern wir haben heute Alena dabei, die heute Sarah ablöst. Alena ist für die nächsten Tage bei mir. Und die werden wir im nächsten Video ein wenig genauer introducen. Jetzt geht's erstmal ins Toppi. Oberkörpertraining steht an, Posing und a lot of fun haben. Alena hat Formfotos gemacht, die schaue ich mir jetzt mal an. Flex, flex mal. Maschine! Und hier müssen wir nicht drüber reden. Mein Rückentraining läuft heute auch mal wieder richtig gut. Ich hatte jetzt echt eine lange Zeit lang, wo ich meinen Rücken nicht so gut gespielt habe, wegen der Brust-OP noch. Aber heute gut ein Pump drin, diesmal ich lasse sie. Unterschiede zwischen dem DBV bzw. IFBB und dem NBC und der IFBB Pro League eingeht, weil das Ganze, denke ich, relativ verwirrend ist. So, wie sollte man damit anfangen, zu erklären, dass früher das Ganze war ein Verband, und zwar war es der IFBB. Und der DBV ist einfach sozusagen der deutsche Abzweig, und der IFBB ist quasi der Weltverband gewesen, kann man so sagen. Ne? Aber eigentlich läuft alles trotzdem immer noch unter IFBB, auch NPC. Genau, trotzdem ist irgendwie alles der IFBB, deswegen ist es total verwirrend für alle. Und ich habe es am Anfang auch gar nicht gecheckt, bis man sich immer so ein bisschen informiert hat und in die Szene so ein bisschen reingekommen ist. Und wie es halt so ist, manchmal gibt es da Menschen, die streiten sich und dann sind halt einfach zwei Abzweige aus der IFBB entstanden. Ja. Und welche sind entstanden jetzt genau? Ja, zum einen der NPC, da startet der Jude. Und ja, bei mir heißt es quasi trotzdem immer. Genau, beziehungsweise NPC ist die regionale, also die Amateurliga eigentlich. So quasi mein erster Pro-Qualifier war ein NPC-Pro-Qualifier. Und jetzt bin ich ja Profi geworden und starte in der IFBB Pro League. So. Und auch beim DBV beziehungsweise IFBB gibt es einen Amateurverband, das ist der DBV. Oder in anderen Ländern heißt es dann zum Beispiel SBFV, glaube ich, in der Schweiz. Also auf jeden Fall immer irgendwelche Abkürzungen. Und international gibt es halt auch die Variante der Amateurliga und bei uns die Profis, das sind dann die Elite Pros. Genau. Und du musst halt bei einer NPC Show den Overall gewinnen, um eine IFBB Pro Card zu bekommen. Und so ist es auch bei den IFBB Shows international meistens, dass du da halt einen Overall gewinnen musst und dann hast du die Elite Pro. So, die zwei Ligen, die Profi-Ligen, das sind halt zwei unterschiedliche Ligen. Das heißt, da competest du nicht gegeneinander. Das ist Sarah, die jetzt eine Elite-Pro-Card gewonnen hat, wenn sie die annehmen würde und dann bei den Elite-Pros starten würde. Man muss die nicht annehmen, die Karte, aber kann man. Dann würde sie aber nicht gegen mich starten, weil ich starte quasi in einer anderen Liga. Ja, zwei verschiedene Profi-Ligen. Genau. Und Sarah ist ja jetzt auch am Überlegen, ob sie zum NPC wechseln möchte. Was ist denn für dich der ausschlaggebende Punkt, um zu sagen, du willst jetzt vielleicht zum NPC? Also ich bin jetzt schon mehrere Amateur-Wettkämpfe gestartet beim IFBB und mittlerweile steche ich halt so ein bisschen mit meiner Form raus. Also ich bin aus der Amateurliga quasi ein bisschen rausgewachsen, was die Bikinis angeht.
Eigentlich bleiben mir halt zwei Möglichkeiten. Entweder ich nehme die Elite Pro Card an, die ich ja jetzt auch schon zweimal gewonnen habe, oder ich müsste halt die Klasse wechseln. Das wäre dann das nächst höhere für mich, die Figurklasse. Aber ich weiß nicht so ganz, ob ich das fühle. Ne? Also ich sag mal so, meine Form, so wie ich sie jetzt habe, hatte ich sie noch nie. Und ich und auch der Chris, also der Coach, wir feiern das sehr. Aber es ist halt neben den anderen, die, ja, ich bin halt zu hart und zu muskulös. Ich feiere das sehr, also mein Look komplett. Es ist eigentlich auch symmetrisch und einheitlich und passt auch so, ne? Aber es ist auch für die Autoriger irgendwie ein bisschen zu viel. Und gerade wenn man sich jetzt meine Rückenpose anschaut, ist das halt schon ein bisschen NPC-like. Ne? Und warum sagst du, du willst nicht zur Elite Pro gehen, sondern eher zur Pro League? Also wenn dann eher zur Pro League. Ich sag mal so, beim NPC, bei den Pros, da gibt es Olympia. Ist es halt so. Das ist so, das ist das Größte. Und bei uns ist es auch eine coole Sache. Also es ist nicht so, dass ich das blöd finde, ganz im Gegenteil. Aber es sind halt viel weniger Wettkämpfe im Jahr über, die auch weiter verteilt sind. So, und das ist das, warum ich auch eher in der Amateurliga derzeit international starte, weil ich es auch einfach schöner finde, mit mehreren zu competen und auch dieses untereinander, du kannst auch öfter starten. Da war ich in der 3-Wettkämpfe nach Gang jetzt gestartet. Ne? Und ja, Elite Pro, da musst du halt noch weiter reisen und irgendwo, ja. Genau, und im Endeffekt wechseln halt jetzt sehr viele vom IFBB zum NPC, eben weil man dort einerseits mehr Wettkämpfe hat, ne, international, die auch ein bisschen mehr Europa verteilt sind, und weil man einfach das große Ziel erreichen kann und eines Tages auf der Olympiabühne stehen kann, was ja auch eines meiner Ziele ist. Und deswegen bin ich auch gewechselt, und meine Vorbilder sind die Bikini-Athletinnen, die bei der Olympia stehen. Warum sollte ich jetzt Umwege gehen, habe ich mir damals gedacht, ne, und nicht direkt den direkten Weg nehmen. Und ja, es ist natürlich immer schwierig, so den Schritt zu gehen, weil es ist schön, man ist ja verbunden mit den Menschen im Verband und man fühlt sich dort wohl, und es ist halt so die Komfortzone. Aber der nächste Schritt ist dann halt, einfach, wenn man sich weiterentwickeln möchte, ist halt dann häufig der andere Verband. Das Ganze dann verlassen muss komplett. Ne? Also das würde bei mir zum Beispiel auch nicht der Fall sein, weil ich da so mit verbunden bin und mal wagen. Gibt es denn Konsequenzen, wenn man den Verband wechselt? Also hat man irgendwelche Nachteile, wenn man in den anderen Verband geht, dass man zum Beispiel beim anderen nicht mehr starten darf, oder ist das immer noch möglich? Also früher wurde man gesperrt. Das heißt, wenn man DBV-Athlet war und dann beim NPC einmal gestartet ist, dann wurde man gesperrt für 4 Jahre, 3 Jahre. Aber das Ganze wurde jetzt tatsächlich erst vor kurzem geändert, dass man doppelt starten kann. Das heißt, man kann DBV starten, auch ein bisschen, und dann wieder switchen. Klar, wenn man dann einmal die Profikarte hat und die annimmt, dann kannst du nicht mehr wechseln. Also du kannst nicht mehr bei der Elite Pro starten, weil du dann nicht mehr. Ja, aber bei den Amateuren geht das. Ein grundlegender Unterschied ist eben auch noch der Look, also das Posing. Das kommt halt anders, und das werde ich mir vielleicht ein bisschen zeigen. Wie ist es für dich, so das Posing zu switchen? Ja, also es ist halt dann eine sehr spontane Sache, aber posing-technisch, das ist für mich halt so wie eine Choreografie, die ich lerne. Ich habe früher Jahre lang getanzt. Und ich würde sagen, schauen wir uns das gleich einfach mal an. Ja. Und schauen, ob ich da talentiert für bin oder nicht. Ne? Also ich glaube schon, dass ich das. Ja, voll. Also für mich war es am Anfang schon schwierig, weil ich bin halt nicht so die Tänzerin zum Beispiel, die jetzt einfach so Blut hat, sondern mir fällt das schon alles ein bisschen schwerer. Und der Unterschied war. Der Übergang war schon richtig schwer für mich, aber da musste ich auch ein bisschen mehr machen. Und Sarah hat einfach das Talent dafür, und es klappt mega gut, das werdet ihr gleich bestimmt sehen. So, der Unterschied ist halt grundsätzlich auch, dass das IFBB-Posing mehr so ein bisschen statischer ist. Ne? Also es ist gar nicht mal unbedingt, wie oder würdest du es vielleicht nicht stellen? Ich würde eigentlich eher sagen, dass NPC-Posing ist so, wie soll ich sagen, flacher gehalten, aber ja, ohne mehr Tüdelü. Ne? Also wir Tamtam. Ja genau, wir machen mit Tamtam. Ja, im Schirm und sowas mit dabei. Ne? Du bist ja angespannter. Ja, auf jeden, genau, angespannter auf jeden Fall. Ne? Auch in den Posen. Viel durchgeflexter. Dann ist es ein bisschen. Ja. Genau, es soll bei beiden Verbänden halt möglichst natürlich aussehen und es soll entspannt aussehen. Aber beim NPC stellt sich halt an sich nur hin. Es ist auch anstrengend, ne? Ich würde schätzen. Aber es ist nochmal eine andere Art irgendwie von Angespanntheit. Ja, und wir haben halt beim NPC nur zwei Posen.
einmal die Frontkurse, die eigentlich eine Seitkurse ist, und einmal die Rückkurse. Und beim BBV gibt es ja 4 Pflichtkursen, Front, Seite, Rückseite. Und das ist halt auch anders. Ja, aber lass uns doch mal schauen. Vielleicht schauen wir uns erstmal deinen normalen iWork an. Deinen normalen iWork. Den würden wir uns gerne einfach ein Video anschauen. Das ist einfach nur Art, Leute, ganz falsch. Für DBV-Posing-Stunden, go to Sarah Neuheisel. Und dann schauen wir mal, wie das Ganze beim NPC aussehen wird. Schauen wir uns dann noch deinen iWork an. Gerne.
verkaufen, weil die gleich nach Hause fliegt. Aber es war eine super schöne Zeit. Fand ich auch. Und kurz war auch so wie wir wiederkommen. Unbedingt. Also. Wir verstehen uns halt wirklich super, so auch was Routine angeht und hat easy geklappt. Ja. Und wir sind auf jeden Fall zum Essen verabredet mit Magnina. Das steht fest. Wenn ich auch in der Off-Season dann bin. Genau. Und wir freuen uns jetzt noch auf den Wettkampf. Ja. Danke. Auch nochmal viel hier. Gib Gas. Input, neuen Input. Klar. Aber klar, es wird mega. Und euch danken wir fürs Anschauen vom Video. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass wir vielleicht ein bisschen Aufklärung betreiben konnten für euch. Und ihr könnt euch ein bisschen entscheiden, vielleicht auch welche Firmen für euch. Am meisten sind vielleicht noch zum Abschluss, was würdest du einem Erststarter, einem Newcomer empfehlen, welcher Verband? Also ich würde da den DBFV empfehlen, oder doch schon empfehlen. Das ist halt auch sehr familiär und das ist für den Einstieg ganz gut. Jules Anfang war auch da, mein Anfang war auch da. Ja. Und ich finde, da kann man echt halt super starten. Erstmal da bleiben, Fuß fassen, alles kennenlernen und das werdet ihr auf keinen Fall bereuen. Das ist ein toller Verband. Nicht Unmengen Geld nehmen, da lassen, so, weil die internationalen Staatskosten einfach auch nochmal viel Geld. Ja. Deswegen. Wir wünschen euch eine tolle Vorbereitung. Dare to Dream Big, erfüllt euch eure Träume, ihr könnt alles schaffen. Ja. Cheers. Cheers.